Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, ihr Freunde. Wir reagieren heute auf Typi Boy. Der hat einen Song rausgebracht gerade eben. Der Song heißt Blackout. Ich reagiere einfach spontan drauf. Am Wochenende kommen, glaube ich, nicht so viele Live-Reaktionen, weil ich leider arbeiten muss morgen. Mittagsschicht bis 21 Uhr. Danach Wochenende leider auch. Deswegen versuche ich trotzdem aktiv zu bleiben und eine oder andere Live-Reaktion zu machen. Dann vielleicht ein bisschen verspätet. Und nichtsdestotrotz legen wir jetzt direkt los. Los geht's jetzt. Dritter droppt der Bruder etwa ein Album oder was? Das ist sehr, sehr krass, muss ich wirklich sagen. Es fängt sehr rockig an. Eine rockige E-Gitarre. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und ich pass out, warum für nen Blackout? Ich hab immer Raw Money, Akku, weil ich flex auch. Und sie sieht bad aus, bad, ich seh'n im Trap aus. Muss wirklich sagen, die rockige E-Gitarre, also es war ja auch bei Edosaya so, dass er auf einmal irgendwie so fast Metal gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen. Das geht, denke ich, jetzt nicht so in die Richtung, aber ich finde es interessant, mal Typi Boy vielleicht auf dem rockigen Beat zu hören. Pop Sandy und ich pass out, wach auf mit nem Blackout. Isabel Monroe, meine Jacke war die Flex out. Und sie sieht bad aus, bad ist in nem Trap House. Sie fragt, was machst du heute Nacht, Baby? Boah, geiler Beat. Typi Boy kommt sehr stark rein, muss ich wirklich sagen. Von Song zu Song, muss ich wirklich sagen, gefällt mir Typi Boy besser und besser. Der letzte Song, wie hieß der nochmal? Sag mir, du liebst mich nicht oder so ähnlich. Oder sag mir hieß der, glaube ich. Hat mir sehr gut gefallen. Thema war ja auch am Start gewesen, mit dem man sich identifizieren kann. Mit Blackout kann ich mich durchaus auch identifizieren. Also, ja. Pop Sandy und ich pass out, wach auf mit nem Blackout. Isabel Monroe, meine Jacke, weil ich flex auf. Und sie sieht bad aus, bad ist in nem Trap House. Sag, was machst du heute Nacht, Baby? Was machst du heute Nacht, Baby? Also muss ich wirklich sagen, krasses Video. Also ich mag bei Typi Boy irgendwie die Videos, weil die, ja, die Effekte von dem, keine Ahnung, wer den mal machen tut, gefallen mir wirklich sehr gut. Und schön mal ein bisschen was nach vorne geht, so zu hören. Nicht immer, dass er halt ein bisschen sein Herz ausbreitet, dass ihm halt nicht gut geht und so. Jetzt mal ein bisschen was in die andere Richtung. Die Tage kurz und die Nächte lang. Wir sind so high, wir sind im Weltall nah. Mach den Dribbit an und ich denke nach. Ich sag, mir geht's nicht gut und sie sagt mir, ich kenne das. Sie meinst du... Okay, sie kennt es auch. Sehr interessant. Was hat der da für eine Hose an? Also Typi Boy modetechnisch immer sehr on fleek auf jeden Fall. Doch keiner empfindet die Leere nah. Bin ich nicht, dann in meinem Blut sind Drogen jeden Tag. Nur noch ein leeres Glas, meine Tränen unsichtbar. Ich lach so oft, doch wenn ich ehrlich bin, dann fehlt mir was. Hä, da liegt Schnee? Ich glaube, Typi Boy ist aus Hamburg oder so. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Schreibt mal in die Kommentare rein, woher er eigentlich ist. Würde mich interessieren, aber ich glaube, der ist so... Ja, Hamburg könnte sein, oder? Ich rauche mich high, weil es bringt mich runter. Doch vergesse die Zeit, vergesse was ich vorhab. Pullover auf white, die Bündel werden bunter. Wir wollen iced out, vermehren den Umsatz. Vermehren den Umsatz. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er seinen Umsatz auch gesteigert hat. Er bleibt am Ball. Am 19.03. kommt irgendwas raus. Klärt mich mal auf, ist das ein Album oder was kommt da auf uns zu von dem Bruder? Alles doch für Millionen für Mama. Geld soll fließen wie Wasser und ja, vertrau mir, ich schaff das. Vergleich mich niemals mit anderen, hab noch Codin in den Adern und so mein schlafendes Xanax, das ist kein Weg, aber was da? Ich weiß nicht, wie es Typi Boy immer wieder schafft, so eine einzigartige Atmosphäre aufzubauen, die mich zum Mitviben animiert und das macht er sehr gut. Er steht gerade auf einem Auto, was Schrott ist. Okay. Kein Exit, keine Tür. Ich will nicht mehr fühlen. Vater und Bäcker grün, so spät war es so früh. Ich hoffe natürlich auch, dass das Video drin bleibt und nicht gesperrt wird, weil bisher hat es noch keine Probleme gehabt, was abzuladen von Typi Boy. Deswegen gehen auf jeden Fall Grüße raus und Dankeschön auch. Pop Sandy und ich pass out, wach auf mit nem Blackout. Isabel Monroe, meine Jacke, weil ich flex out. Und sie sieht bad aus, bad ist in nem Trap House. Sie fragt,
machst du heute Nacht, Baby? Okay, im Trap House. Ich dachte erst im Clubhouse. Also Clubhouse, der Trend ging an mir vorbei, weil ja, ich hab kein iPhone leider. Ich soll nicht pass out, mach auf mit nem Blackout. Diese Bömer roll meine Jacke, weil ich flex auf. Und sie sieht bad aus, bad ist in nem Trap House. Sag, was machst du heute Nacht, Baby? Sie fragt mich, wie kannst du so kalt sein? Es ist nicht so einfach. Ist der sehr melodische Hook, geht gut ins Ohr rein. Also, der letzte Song war ja sehr, sehr gefühlsmäßig von ihm. Deswegen finde ich schön, dass er mal ein bisschen auf die Kacke haut, Autos kaputt haut und ein bisschen Welle macht auf einem Schrottplatz. Auch wenn sie immer bei mir steht, fühle ich mich so einsam. Spalte meinen Kopf für Gefühle für eine Zeit ein. Doch ich weiß, dass es nicht bleibt, nein. Mein Herz blutet, doch ich weiß nicht, was fehlt. Nichts kann mich heilen, nicht mal Drugs im System. Ich könnte mir auch so einen Künstler wie Quo oder so auf so einem Beat sehr, sehr krass vorstellen. Muss wirklich sagen, man bekommt gute Laune von dem Beat. Und krass, also ich hätte nicht gedacht, dass Chippy Boy auf so einem Rockbeat, rockigeren Beat, halt so krass drauf klingt. Holy moly, shit. Auf der Suche nach nem anderen Planet, ich hab das Gefühl, dass keiner auf der Welt mich versteht. Geld ist nicht alles, doch für Millionen für Mama. Geld soll fließen wie Wasser und ja, vertrau mir, ich schaff das. Ich vergleich mich niemals mit anderen, hab noch Codeine in den Adern. Und so mein schlafendes Sonax, das ist kein Weg, aber was da? Krass, also passendes Thema auf jeden Fall. Er beschreibt so seine Blackouts. Finde ich interessant, von ihm zu hören. Also, was er in seinen Videos immer so an den Tag legt, sein Lifestyle und so, scheint er sehr, sehr krass zu sein. Also, mein Alltag ist nicht so krass, leider. Kein Exit, keine Tür. Ich will nicht mehr füllen. Pader und Bäcker grün, so spät war es so früh. Jetzt ist die Hook, glaube ich, wieder ein bisschen so, wie heißt das nochmal, Pritch-mäßig ein bisschen verändert worden, so ein bisschen Effekt draufgeballert. Dann wird wieder aufgebaut und gleich kommt dann wieder wahrscheinlich der normale Hook, denke ich mal. Ich dachte immer, PA Sports wäre der kleinste Rapper, aber Chippy Boy sieht auch irgendwie sehr klein aus. Also, würde mich interessieren, wie groß der ist, so. Na gut, ich bin auch nur 1,77, von daher alles cool. Pops Annie und ich pass out, wach auf mit nem Blackout. Isabel Maron, meine Jacke, weil ich flex out. Und sie sieht bad aus, bad ist in dem Trap out. Sie fragt, was machst du heute Nacht, Baby? Pops Annie und ich pass out, wach auf mit nem Blackout. Isabel Maron, meine Jacke, weil ich flex out. Und sie sieht... Oh ja, er flext auch. Also er flext wirklich, also so kennt man ihn, so liebt man ihn, so mag man ihn. Deswegen, ich finde es schön, dass er am Ball bleibt und sich nicht runterziehen lassen hat von der Sache mit Delano damals. Deswegen, schön, dass du am Ball bleibst. Bad aus, bad ist in dem Trap House. Sag, was machst du heute Nacht, Baby? So Leute, das war's mit dem Video. Hat mir so gut gefallen, ging nach vorne. Ja, 19.03. im Hinterkopf behalten, Rockboy, scheint was auf uns zuzukommen, freut mich auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben lassen, kommentieren, abonnieren, würde mich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos, bis dann, macht's gut, ciao.